Und da wären wir schon wieder in den Halls of Fire. Und eine Feuerbombe, die müssen wir gleich, glaube ich, zu dem da hinwerfen. Also ich weiß, es geht mit einem Feuerball, aber Feuerbälle können wir nicht sprechen. Also hoffen wir mal, dass die Bombe genau den gleichen Effekt hat. Ha. Nee, die Bombe hat nur das Feuerspucken ausgelöst. Das ist jetzt ärgerlich. Wie kommen wir denn da jetzt rüber, wenn wir keinen Magier haben? Nö, haben wir keinen Skill für. Okay, also vielleicht kommen wir außen rum, aber ich glaube, da war ein Secret. Das müssen wir dann mal schauen. Oh, ein Krabbelkrebs. Den hauen wir mal kurz weg und danach springen wir hier in die Grube runter. Da war nämlich, glaube ich, auch noch ein Secret. So. Schöner Rampage. Zack. Aber die Viecher halten trotzdem viel zu viel aus. So. Aber geben auch richtig schöne Erfahrungspunkte. Das waren mal eben gerade 450. Also 10-mal so viel wie eine Schnecke bringt. Okay, ist auch 10-mal gefährlicher als eine Schnecke, aber trotzdem. Gucken wir gleich mal, wie viele Erfahrungspunkte uns noch fehlen. Boah, Hälfte. Na gut, dass wir das Amulett gefunden haben. Das kommt erstmal mit. Und schauen wir, was hier unten ist. Die Lurker-Hosen. Sehr schön. Können wir Chitin wieder durch Lurker ersetzen? Ist hier noch irgendwo irgendwas? Nee. Aber eine Krexe, die uns hier eingesperrt hat. Das war der nächste Heiltrank. Schon sind wir bei 0 in den Statistiken. 2 Heiltränke benutzt, 2 Heiltränke gefunden, also die Kräuter. Na komm. So, ich glaube, hier war noch eine blaue. Was müssen wir gleich gucken. Die kriegen wir hoffentlich noch so, bevor sie uns in die Ecke drängt. Und... nee. Aber dafür trifft sie nicht. Das ist ja auch okay. Dafür ist das Lurker-Set echt genial. Der Ausweichenwert geht so hoch. Auch wenn wir keinen Skill dafür haben, wie ein Dieb normalerweise hat. Ah, das Licht geht aus. Und wir haben keine Energie. Nein. Wir hatten irgendwo eine Fackel mitgenommen, richtig? Da ist die Fackel. So. Zack, zack. Jetzt hätte ich gerne eine Stelle, wo ich schlafen kann. Was haben wir denn hier? Eine Kiste mit einem Heiltrank drin. Sind wir wieder bei plus 1. Die Kiste kann hier bleiben. Und da sind noch 2 Heilkräuter. Schön, schön. Bei plus 3. So muss das sein. Immer mehr Heilkräuter oder Heiltränke finden, als man verbraucht. Denn sonst könnten wir später echt ein Problem haben. Zack. Ich denke da nur an die Fighters Challenge zum Beispiel. Da werden wir so durch die Heiltränke durchrasen, wie nichts. Also durch Heiltränke, Eisbomben und was könnte man da noch Schönes benutzen? Das Feuerballschwert, wenn wir das finden. So, da geht's hoch, da geht's irgendwo hin runter. Die Fackel nehmen wir auch nochmal mit und ich höre noch eine Krexe. Was steht hier drauf? Westmost. Der Punkt, der am westlichsten ist. Das Rätsel hatten wir doch schon mal und ich glaube, ich hatte es nicht gelöst. Das wäre natürlich schick, wenn wir das jetzt nachholen könnten. Ja, komm mal raus da. Ich will nicht mal so weit laufen müssen. Zack. Zack. Na, 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 na. So, und ich schlafe einfach dreisterweise mal mitten hier im Gang. Denn ich brauche ja eigentlich nur ein paar Stamina-Punkte, um wieder Special-Text zu machen. Danach dürften wir jede Krexe einfach so weghauen können.
Und die Fackel kam wieder weg. Das kann da rein. Und weiter schlafen. Ja, soweit kommen wir echt gut voran. Finden links und rechts überall Secrets. Die Rätsel lösen wir auch relativ schnell. So muss das sein. Licht. Schild in der Hand. Und was sagt die Karte? Die Karte sagt, da unten ist auch noch ein Bereich, wo wir nicht waren. Und das hier ist der westmosteste Punkt. Also der am westlichsten gelegen ist, hier in dem Bereich, glaube ich. Aber gucken wir uns den Rest nochmal an. Ja, der ist immer noch weiter westlich. Hier haben wir Sandalen und ein paar Hosen. Wahrscheinlich von demjenigen, der hier angekettet war. Und nur eine Sackgasse. Okay, dann nehmen wir doch nochmal den Stab in die Hand und machen das Licht gleich wieder aus, um zu gucken, ob hier irgendwo irgendwas durchschimmert. Vor allem auch an diesem Westmost-Punkt. Tonk, da war wieder die Wand. Mit den Klamotten. Und hier in dem Punkt leuchtet nirgendwo irgendwas. Und da leuchtete auch nirgendwo irgendwas. Nö. Das heißt, Licht kam wieder an. Und das mit dem Westmost muss dann irgendwas anderes sein. Da geht's nicht weiter. Es geht jetzt nur bei dem Teleporter wieder hoch. Und bei der Grube wieder runter. Das heißt, wir speichern hier mal kurz ab. LP020A. Und gucken, was da ist. Nachdem wir die Stamina regeneriert haben. Denn ich will ja jetzt nicht mit dem Ogre im Nahkampf gehen. Und das Ganze ohne Ausdauer. Aber kein Ogre. Sehr schön. Nur Essen und noch mehr Essen. Nee, kein Ogre. Dafür diese kleinen grünen Viecher. Die konnten wir... Oh, eine Eisbombe. Drei Eisbomben. Sehr schön. Und ich höre doch ein Ogre. Die konnten wir raus, indem wir da was, glaube ich, rauflegen. Nehmen wir mal das Essen hier. Ja, komm, ich will euch töten, bevor ich einen Heiltrank trinken muss. So. Ist da hinten gerade die Tür aufgegangen? Das Stampfen ist echt irritierend von dem Ogre. Na gut. Schlafen und das ganze Spielchen dann gleich nochmal, bis da drin alle tot sind. Ah, das Lurker-Set ist echt unersetzlich. Ich meine, sonst hätten die uns gerade richtig schnell runtergebissen. Da sind die Viecher echt garstig. Die halten nicht allzu viel aus, aber austeilen können die. So, nächster. Oh, 147, sehr schön. So, und wieder zurück. Ah, so geht die Tür auf. Okay, das heißt, wir müssen nachher hier das Essen rauflegen, durch die Tür durchgehen und dann das Essen wieder mitnehmen. Damit wir in dieser Schleuse weiterkommen. Auch wenn das irgendwie gefährlich klingt, denn dann geht die Tür hinter uns wieder zu, bestimmt. Müssen wir dann schauen. Erstmal den nächsten kleinen Grünling. Das ging schnell. So, einen noch. Komm schon. Zack. Also. Und jede Menge Heilkräuter. Das ist doch sehr schön. Fackel kommt mal weg. Ich sehe da in dem Sichtschlitz nicht direkt den Ogre, aber ich höre ihn hin und her stampfen. Schlafen wir nochmal kurz und nehmen dann das Essen mit. Wir können ja jederzeit das Essen wieder auf die Druckplatte drauflegen, wodurch wir hoffentlich den Weg zurück wieder öffnen. Ich habe die Platte falsch gelegt. Das Essen falsch gelegt. So. Jetzt müssten wir da rankommen. Oh, da ist nur ein Helm. Ein Plattenhelm. Den will ich eigentlich gar nicht haben, aber es gibt einen Erfolg dafür, wenn man alle Teile von dem Set anlegt. Deswegen nehme ich den mal mit für unsere Rumpelkammer. So, du kommst auch wieder mit. Doofes Essen. Komm. Oh, jetzt komme ich an das Essen. Ich ratze was.
Na gut, eigentlich wollte ich das gleich aufmüffeln, aber wir haben ja genug anderes hier rumliegen. Nämlich die Marder hatten wir gerade hochgebraucht für den Teleporter. So, hier gab es sonst nichts. Dann springen wir mal da hoch und sind wieder vor den Hallen des Feuers. Ich will aber in den Hallen des Feuers sein. Und hier war die Krabbe an dem Loch. Die Krabbe müsste weg sein. Ist sie auch. Gut, noch kein Respawn. Was macht die Druckplatte da? Legen wir den Helm mal drauf. Okay. Ah, okay. Der schießt einfach immer weiter. Lauf, Forest. Feuerballschwert und eine Feuerballschriftrolle. Die brauchen wir nicht. Das Schwert jedoch ist ganz praktisch. Damit können wir auch den anderen Eingang jetzt auslösen, weil wir halt einen Feuerball schmeißen können. Sonst ist da nichts anscheinend. Heißt, Schwert in die Hand. Und hier war das. Klick. Tada! Sehr schön. Zwar eine Ladung verbraucht, aber sei es drum. So, ich würde mal ganz gerne die Sachen zwischendurch abladen. Wir können zwar nicht nach oben gehen, weil die Tür dazu ist, aber wir können die ganzen Sachen davor deponieren. Also einfach hier. Das heißt, die Hose auch noch und die eine Fackel und die Schriftrolle mit Westmoos kann auch hier bleiben. Und das Antidot auch und die Pflanzen auch. So, und die Nessel auch. Haben wir schon mal wenigstens ein bisschen Platz für etwaigen neuen Loot. Licht und Schild in die Hand. Und dann können wir mal gucken, was hier bei dem Eingang war. Ob das wirklich ein Secret war oder ob es hier rein und weiter geht. Hier schon mal Sack. Ah, den Schalter. So, darauf sollte ich achten. Und noch ein Secret. Sehr schön. Und noch ein alternativer Gang nach unten. Wir haben ja schon den ersten alternativen Gang nach unten übersprungen. Da waren nämlich die grünen Schleime. Und ich glaube, hier war die Kriegerherausforderung. Ja, Fighters Challenge. Da können wir erst später hin, wenn wir ein gewisses Ding gefunden haben. Was haben wir hier? Noch eine Sackgasse. Diesmal eine richtige. Sonst keine Schalter, aber hier geht es doch ordentlich weiter. Ah ja, und hier ist die Ecke, die ich meinte. Die wird nervig, die wird richtig nervig. Aber gut. Das heißt, wir mussten hier wirklich durch und wir mussten das Schwert nehmen. Was wäre gewesen, hätten wir das Schwert genommen und hätten jetzt hier im Bereich fleißig irgendetwas getötet mit dem Schwert, mit den Ladungen, dann hätten wir hier nie hinkommen können. Au. 47 Schaden, das ist übel. Und gleich kommt ein zweiter davon. Wir haben ein Problem. Wann habe ich zuletzt abgespeichert? Das geht ja noch. Machen wir das Ganze jetzt halt im Schnelldurchlauf. Ach, das geht kein Schnelldurchlauf, aber es war recht nervig hier. Ärgerlich, ärgerlich. Aber gut. Da muss ich durch. Das habe ich mir selber eingebrockt. Ich hätte nochmal abspeichern sollen. Denn ich wusste ja, dass die Feuerelementare garstig sind. Oh, da ist einer durchgehuscht. Na komm. Du wolltest hierher. So. Zack, zack. Schlafen. Aber na gut. Ja, mit den Feuerelementaren. Also das Problem war, erstmal sie umzubringen, denn es kommen meistens zwei oder drei und die können recht schnell einkesseln, dann sind sie auch noch Fernkämpfer und können uns dadurch nervig werden. Und selbst wenn wir sie umbringen, müssen wir danach ein getimtes Rätsel lösen. Und wenn wir das verpatzen, müssen wir die Fallgruben runterspringen, wodurch dann die Feuerelementare wieder gespawnt werden. Ich weiß, ich habe damals, ich glaube, 2,5 Folgen mit leichten Unterbrechungen daran gesessen, um das hinzubekommen.
Ich hoffe mal, dass es diesmal schneller geht. Und wir haben keine Heiltränke mehr. Das ist nicht... Ja, doch, einen haben wir noch. Aber gut. Legen wir mal da wieder was drauf. Bringen noch ein so ein Grünling-Paar um. Und dann gibt es auch erstmal wieder eine Pause. Bist du drin? Ja. Zack. Jetzt kann gleich gegessen werden. Schlafen. Und ja... Ich mag die Feuerelementare nicht. Drückt mir echt die Daumen, dass wir da schnell hinbekommen. So. Das soll mir reichen. Speichern. Auch wenn wir jetzt nicht wirklich viel geschafft haben von 20a zu hier 20b. Aber sei es drum. Also dann, bis gleich.